wenn wir wirklich partnerschaftlich mit der Natur umgehen würden, dann bräuchten wir nicht arbeiten wie die Verrückten, sondern dann würde uns die Natur alles geben, was wir brauchen. Dann hätten wir heute den Garten Eden, da bin ich überzeugt. Ja, hier der Stall. Wichtig war mir bei der Planung, ich war eben nicht bei Architekten, sondern bei Verhaltensforschern. Also ich bin einen ganz anderen Weg gegangen, mit dem Ziel zu verstehen, was die Tiere für Bedürfnisse haben und dann haben wir versucht, das eben dann planerisch, technisch umzusetzen. Müssen wir auch bei uns mal als Menschen überlegen, ob wir nicht Büros bauen oder eben dann wirklich Arbeitsräume, die vielleicht anders gestaltet sind. Kommen wir dann einfach rein. Wenn wir wirklich den Hunger weltweit besiegen wollen, dann müssen wir die Kleinbauern unterstützen. Da gab es den Wilder Gelbericht 2008, der ist erstellt worden durch die EN und durch die Weltbank, wo man dann festgestellt hat, dass mehr als 50% der Lebensmittel weltweit von Kleinbauern von 0 bis 2 Hektar erzeugt werden. Wenn man die Kleinbauern so weit unterstützen würde, dass die Bildung entsprechend besser würde, würden sich die Erträge innerhalb kurzer Zeit verdoppeln. Das heißt, dann braucht man die ganze Großflächenlandwirtschaft gar nicht mehr. Zum einen weiß man aus vielen Untersuchungen inzwischen, dass in lebendigen Böden alle Stoffe gebildet werden, die wir brauchen, um gesund zu bleiben. Und das kann man auch wissenschaftlich belegen, dass in so lebendigen Boden einfach eine ganze Reihe von Enzymen, von Fermenten, von Hormonen, von natürlichen Antibiotikas gebildet werden, die Grundvoraussetzungen schaffen, dass dann, wie gesagt, das ganze Bodenleben, die Pflanzen, die Tiere und zum Schluss die Menschen gesund bleiben. Darum ist der Boden der Schlüssel. Und es kommt dazu, dass Wasser, das in den Boden reinsickert, dass das Wasser eben auch diese Stoffe mit aufnimmt. In fruchtbare Böden sind bis zu 600 Regenwürmer pro Quadratmeter. Und wenn man das dann umrechnet aufs Hektar, dann erzeugen die pro Hektar rund 80 Tonnen Regenwurmkot. Und in diesen 80 Tonnen sind so rund 280 Kilogramm Stickstoff. Das ist das Doppelte, was derzeit in der modernen Landwirtschaft pro Hektar gedüngt wird. Und das hat dann eigentlich mich veranlasst, den ganzen Ackerbau nochmal neu zu überdenken. Also, dass man dann sich Gedanken macht, was haben wirklich meine Regenwürmer für Bedürfnisse? Umso mehr werden sie, umso mehr können die für mich den Boden lockern und nicht ich mit dem Flug. Einfach ein gutes Umfeld für meine Pflanzen zu schaffen, dass die einfach wachsen. Eben durch meine Vorträge, durch die Gruppen, werde ich ja immer wieder gezwungen, mich in Frage zu stellen. Und darum ist es mir auch so wertvoll, dass man sich eben dann immer wieder diesen Fragen stellt, weil man sie dann immer wieder reflektiert, ob das, was man macht, ob das richtig ist. Das heißt also, wir können sehr wohl, seit der Mensch in die Erde eingreift, das, was wir da zerstört haben, auch wieder fruchtbar machen. Und sogar in einem überschaubaren Zeitraum.